Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Eurotruck Simulator 2 mit mir, Ben Hoshi. Ja, wir haben gerade eine Arbeitsagentur entdeckt. So, wir müssen jetzt aber auch hier einmal wieder versuchen, vorsichtig zu wenden. Jawohl. Hat doch hingehauen. Denn ich will ja wieder zurück auf meinen alten Kurs. Da geht es nämlich wieder rum. So. Und damit sind wir nämlich wieder auf dem direkten Kurs. Und haben immer noch 316 Kilometer vor uns. Oh, der Blinker geht nicht mehr aus. Da müssen wir auch schon wieder runter. Jetzt geht es wahrscheinlich wieder auf die Landstraße. Na super. Das freut einen doch immer mehr hier. Okay. Traurig, aber wahr. Sprit habe ich Gott sei Dank noch. Das reicht noch. Ja gut, nur mit meiner Schlafenszeit, mit meiner Ruhezeit könnte vielleicht ein bisschen wieder knapp werden. Aber damit muss man halt rechnen. Oh Mann, jetzt haben wir die letzten zwei Parts so dermaßen viel gelabert. Beziehungsweise ich habe gelabert, ja. Nur falls ihr euch mal wundern solltet, wieso ich mich andauernd hier irgendwie so ein bisschen korrigiere. Das hat damit zu tun, dass, um Gottes Willen, ich will damit niemanden ansprechen, aber einige Zuschauer fühlen sich dadurch ein bisschen gestört, weil man halt ja irgendwas nicht richtig ausgedrückt hat oder denen passt es halt nicht oder denen gefällt es nicht oder. Weil ich meine, ich drehe mich jetzt hier nicht nach jedem Einzelnen, nur damit ich jedem Einzelnen hier auch gefalle. Nee, um Gottes Willen. Ich meine, ich mache das so, wie ich das will. Ja, für Vorschläge, wie gesagt, bin ich immer dankbar. Freue ich mich auch immer wieder drüber. Aber was ich im Endeffekt wirklich ändere, das müsst ihr dann schon mir überlassen. Wenn mir eine Idee irgendwas nicht gefällt, aber ihr der Meinung seid, das ist, oder eine Person, sag ich mal, wenn ihr so, ja, warum hast du denn jetzt so und macht es doch so und tralala. Klar, sowas kommt immer wieder. Wie gesagt, und wenn es wirklich gute Tipps sind, nehme ich es auch gerne an und setze es auch um. Versuche es zumindest. Überhaupt keine Frage. Bloß, ich hatte auch mal ja, sag ich mal, ein paar Tage lang hat mir andauernd ein Zuschauer, der mich noch nicht mal abonniert hat, muss ich mir dazu sagen, hat, knapp, hat mich andauernd angeschrieben und ist mir so auf den Keks gegangen. Dem habe ich dann auch mal in der PN mal, ja, ein bisschen zurechtgewiesen. Der hat sich, wie gesagt, es ist schon eine ganze Weile her, dass, der hat sich bei mir die, den Traktor-Werkstatt-Simulator sehr gerne angeguckt, wie er sagte. Dann war auch ein riesen Fan davon, hat sich so gefreut und tralala und gemacht und getan. Aber der hat dann wirklich jedes Wort von mir, hat der wirklich auf die Goldwaage gelegt und immer gesagt, dann so, ja, und hättest du mal lieber so und so gesagt, das wäre grammatikalisch richtig und so. Oh. Ich habe ihn dann auch irgendwann mal geschrieben. Also wie gesagt, ich sage jetzt den Namen mit Absicht nicht von der Person. Weil ich möchte niemanden irgendwie jetzt runtermachen oder wie auch immer. Ich habe ihm auch mal gesagt, so, dann schreibst du mal bitte in die Kommentare. Wir können es wenigstens mal alle lesen. Dann hätte das alle lesen können, was der mir da geschrieben hat. Hat aber abgelehnt, hat gesagt so, nein, das macht er nicht. Er möchte mich ja nicht bloßstellen vor allen anderen. Da habe ich auch gedacht so, was willst du? Also,
Musste ich echt drüber echt nur noch lachen. Mal andere Leute, die es bitter nötiger hätten, ja, die dann sagen so, ey, Alter, ich mach das hier so glatt und so cool und oh ja, weißt du, mach ich, weißt du. So, das ist, soll mal so ein Typ lieber bei so einen Leuten ankommen, wo ich persönlich selber auch kein Wort verstehe bei den Leuten. Aber nee, da wird sowas nicht gemacht. Das kommt dann immer nur zu den Leuten, die sich versuchen, Mühe zu geben. Aber naja. Nee, aber wie gesagt, also deswegen wiederhole ich mich teilweise und korrigiere oder spreche teilweise Buchstaben richtig aus, wie im Fernsehen. Ne? Wie in den Soaps, da ist es ja manchmal auch so. Wenn die so vom Drehbuch ablesen, die müssen ja... du Dovi, bremst doch nicht so. Wenn die vom von ihrem Skript ablesen, sagen die auch, also da lesen die ja wirklich jedes Wort mit jedem Buchstaben. Da sagen die auch nicht Buchstaben, sondern Buchstaben. Hast du diesen Buchstaben gesehen? So sprechen die ja denn. So und das ist schon für mich keine Sprache mehr, aber ich mache es ja teilweise auch, einerseits um natürlich ja, diese Person, wenn sie noch zuguckt, ich weiß es nicht, bitte bomb mich jetzt nicht gleich wieder mit Nachrichten zu, wenn du doch mit zuguckst. Ich will dich hier auch mit nicht fertig machen, nee, ich will es nur mal erwähnt haben. Oh. So viel zu dem Thema. Ja, aber wie gesagt, das mache ich dann auch teilweise, um bestimmte Leute, also bestimmte Sachen mache ich, um bestimmte Leute auch ein bisschen zu ärgern. Oh, Baustellenauffahrt mit Baustelle, Autobahnauffahrt mit Baustelle, okay. Ne, und da ja jeder von uns so seine Macken hat, ist es manchmal auch ganz lustig so. Ich muss mir hier auch nochmal unbedingt was einfallen lassen, weil es nervt einfach hier bei diesem Spiel, dass man hier wirklich kein Radio hat. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Und wenn ich irgendwelche... Also ich würde ja eigentlich ganz gerne, was allerdings nicht passen würde, hier die Musik vom vom Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 würde ich ja hier ganz gern laufen lassen. Weil der ist GEMA-frei. Den kann man frei verwenden. Wieder mal ein schöner Huster. Ne, den würde ich gerne laufen lassen, aber der passt hier einfach nicht rein. Ja, weil so dieses, ja, nee, nicht Dance, aber so dieses Techno Dance, also okay, Trance könnte man vielleicht sagen. Oder House, nee, Elektro, ne, Elektro, sagen wir mal Elektro. So, das passt hier einfach nicht. So, zum Trucker. Gut, wieder ich persönlich, wie gesagt, liebe Techno. Ich liebe Elektro-Music. I love it. Aber für dieses Spiel, so für die Öffentlichkeit, nee. Also, das müsste eigentlich schon so richtig Trucker-mäßig sein, also so richtig Country. So, bloß da habe ich noch nichts gefunden, was man so einfach mal mitlaufen lassen könnte.
Leider. Jetzt wird er ja auch noch müde in der Klasse. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja irgendwie irgendwelchem, ja, Country-Musik. Irgendwelche Playlisten, die halt für YouTube, ja, freigegeben sind. Was Country-Musik so irgendwie so betrifft. Weiß nicht, ob ihr da was kennt. Wenn ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich muss es dann natürlich aber erstmal noch überprüfen, ob das wirklich hinkommt, wenn ihr dann irgendwas schreibt. Nicht, dass ich mich damit selber in den Nesseln setze. Weil es bringt auch nichts, wenn ihr mir jetzt einfach sagt, so, ja, dann guck doch einfach mal bei YouTube durch, da sind doch genug Playlisten, die da sind, kannst du nehmen. So, das ist eben nicht der Fall. Weil einige Anbieter, so, die haben die Lizenzen, um das abzuspielen. Und wenn ich die nicht habe, so, dann sperrt YouTube natürlich dann auch entweder den Sound oder, wenn ich sogar Pech habe, das komplette Video. Und das ist nicht in meinem Sinne. Weil ich möchte natürlich schon, dass das so bleibt. Das Theater hatte ich ja beim LKW-Werkstatt-Simulator, dass da die Musik ja dummerweise nicht erlaubt war. Da war ich natürlich sehr, sehr stinkig drüber. Aber da war kurioserweise nur der Hinweis, dass die Musik nicht bei YouTube erlaubt ist, dass da andere Leute die Rechte dran besitzen. Da haben sie mir weder die Musik noch das Video gesperrt. Allerdings halt, wie gesagt, mit dem Hinweis, dass wenn ich jetzt das Video oder die Musik weiterhin dort laufen lasse, mich halt sozusagen rechtlich angreifbar mache. Ja, und deswegen habe ich dann ja auch bei einigen Folgen habe ich ja dann den Sound komplett rausgenommen. Aber wie gesagt, das ist da muss man immer ein bisschen sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich denke mal, ihr kennt das ja auch schon alle von irgendwoher, von irgendwelchen anderen Kanälen. Oder wenn ihr selber die Erfahrungen machen durftet. Auf meinem privaten Kanal zum Beispiel, den ich damals noch hatte, hatte ich ja genau das gleiche Problem. Da habe ich ein Video gemacht für Dark Orbit. Ein Clan-Video sozusagen. Ein Vorstellungsvideo. Hatte dann natürlich, weil es wirklich richtig geil gepasst hat, von Star Wars den Imperial Marsch, wenn man das so sagen kann. Wenn das Ding so heißt, wenn man das so sagen kann. Den habe ich da natürlich aufgesetzt. Lief monatelang ohne Probleme. So, und dann war die Zeit gekommen, wo es dann auf einmal hieß, oh, das ist urheberrechtlich geschützt, das kannst du nicht nehmen. Wir sperren dir jetzt mal das ganze Video. Ja, da war ich natürlich bedient. Und aber da schon alles wieder umzumodeln und zu machen und zu tun, dazu hatte ich zu dem Zeitpunkt absolut keinen Bock, was irgendwo wahrscheinlich aber auch verständlich ist. Weil ich habe so schon an dem Video bestimmt eine Woche dran gehangen. Und das war nicht lustig. So. Aber wir sind für diese Woche, für diesen Part schon wieder durch, nicht für diese Woche, um Gottes Willen, was erzähle ich denn da? Wir sind mal wieder kurz vorm Ziel. Jetzt will ich jetzt schon wieder Schluss machen. Nee, also das werden wir jetzt noch versuchen, schnell durchzuziehen hier. Machen wir halt eine Minute länger. Ja, aber im Endeffekt war es das dann, wie gesagt, für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Lasst mir, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Schreibt mir in die Kommentare,
wenn ihr irgendwas habt, beziehungsweise irgendwelche Infos für mich habt, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, schaut doch meine anderen Let's Play rein an. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwas mit bei, was euch auch noch gefällt. Dementsprechend auch Däumchen nach oben da lassen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, natürlich meinen YouTube-Kanal hier abonnieren. Damit macht ihr mir natürlich noch eine größere Freude. Mein Gott, was mache ich denn hier? Slalom. Ja, so, jetzt zeige ich euch noch, wie ich hier super einparken kann. Und dann machen wir doch einfach mal Schluss. Wie gesagt, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren. Eine größere Freude könnt ihr mir nicht machen. Ich muss mich auch noch bei einigen anderen YouTubern bedanken, die mich auch schon abonniert haben. Muss ich auch mal ganz großes Danke sagen. Aber das passiert in den nächsten Tagen. So. Wunderbar, wir haben es geschafft. Mit ausgezeichnet sogar. Super, habe ich die Kohle wieder drin. Also heißt das jetzt einfach mal Tschüss und bis morgen. Euer Benoschi.